Liebe Minecraft-Freunde, da sind wir wieder. Und es ist noch dunkel, deswegen muss ich mal schnell schlafen. Schnarch, schnarch, schnarch. Jo, was gibt's Neues? Gibt's irgendwas Neues? Nein, es gibt nichts Neues. Nur, dass ich das Bett hier einpacke. Was haben wir hier drin? Bei dem Bauern? Nein, nicht bei den Bauern. Das ist hier, wo ich Sachen abgelegt habe, die ich hier nicht so dringend brauche. Kohle kann man auch mal gebrauchen. 6 Pfeile haben wir noch. Ein Bogen mit Stärke 2. Den müssen wir noch verbrauchen. So, wir müssen ja wieder nach Hause gehen. Das ist ja etwas weiter geworden, der Weg. Weil ich ja unbedingt hier mal nachgucken wollte, was jetzt mit dieser fliegenden Insel auf sich hat. Aber das ist mir doch im Augenblick zu anstrengend, da hochzukrabbeln. Deswegen erstmal wieder nach Hause, denn wir müssen ja noch weiter an der U-Bahn bauen. Wie ein Ei. Du Ei, du. Vielleicht kann ich ja auch hier mit dem Schienenfahrzeug nach Hause fahren. Dann geht das ein bisschen schneller. Aber erstmal hier in den Anfang. An den Anfang. Wir müssen an den Anfang, genau. Und das ist beschwerlich, wenn wir hier nicht in der Festung laufen, sondern außenrum. Also ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das hier nicht mit anschließe an die Festung, dass wir richtig so ein richtig. Und dann vielleicht auch den nochmal ein. Nee, das ist sehr viel Aufwand. Und hier nehme ich auch an, dass hier auch Monster zu Hause sind. Und die wollen wir nicht unbedingt bei uns haben. Lalala, kommen wir beide mit. Nö. Ihr sollt mitkommen, aber büschtisch ab, Sicherheitsabstand halten. Oh, das ist aber ganz schön bergig. Oder vielleicht doch hier oben an der Kante. So. Hier ist auch schon wieder Kohle. Nicht mehr auch gleich unverschämt Kohle. Das Motto heißt heute Reimen mit Schweinen. Also nicht schweinische Reime, sondern Reim mit Schweinen. Was erzähle ich denn hier von Blödsinn? Also wir müssen erstmal hier wieder nach Hause. Ups. Ich muss aufpassen, dass wir nicht hier zu Tode stürzen. Das sieht aus wie eine wilde Katze. Ja, hier geht es nämlich schon los. Ja, liegt da. Oh. Ups, was ist das denn? Uiuiui. Das ist aber. Weg hier, weg hier, weg hier. Ist ja zum Glück tagsüber, da ist das ja harmlos. Aber nachts ist das schon ein bisschen erschreckend, wenn da 4 Spawner übereinander stehen. Du weißt gar nicht, wer das da gebastelt hat. Wie gesagt, ich bin nicht alleine hier auf dem Server. Ab und zu sind hier noch 2 andere. Ist aber so abgesprochen, dass sie nicht drauf sind, wenn ich aufnehme. Aber da haben wir feste Zeiten vereinbart. Beziehungsweise ich kann das in der Zeit, wenn ich aufnehme, kann ich das auch sperren, dass hier kein anderer mit drauf geht. Außer Gäste. Aber es haben sich ja noch keine Leute gemeldet, die mal als Gast dabei sein wollten. Warum auch immer. Und jetzt sage ich mal, es hat sich jetzt so eingebürgert, dass sich hier keiner gemeldet hat. Und wenn da keiner als Gast da sein möchte, dann eben nicht. Umso mehr Blödsinn kann ich selber machen. Es war auch manchmal schön, wenn da
mehreren Leuten das spielt, weil das mache ich natürlich dann woanders, auf einem anderen Server. Nicht auf meinem eigenen, sondern dann geht das schon über Nitrado. Ah, wir haben es nicht mehr weit, weil hier kommen schon die angelegten Wohnungen, die natürlich nicht bewohnt sind, obwohl die wunderschön ausgestattet sind mit nichts. Keine Möbel, nichts, keine Fenster, meistens auch, Fenster meistens auch nicht. Nö, nein. Vorsichtig, ja. Ich sagte vorsichtig. Könnt ihr denn nicht aufpassen, ihr Pappnasen? Sorgt noch dafür, dass der Feind uns hört und hier angewatschelt kommt. Muss mal schauen, ob wir hier meine Kiste. Eine Lobe haben wir nur da. Ne, ich habe ja selbst eine dabei. Ha. Die Hannelore, genau, die benutzen wir jetzt. Das ist nicht die Hannelore, das ist die Hannelore. Juhu. Und meine Security kann leider nicht mit der Bahn fahren. So. Fährt etwas unseitenmäßig. Au, au, au! Da müssen wir uns nochmal drum kümmern, dass wir den Baum wegreißen. Einmal draufhauen und ab in die Kiste. Zack. So. Wie viel Zeit haben wir gebraucht? Wir sind schon wieder 7 Minuten um. Und dann schauen wir mal weiter, was wir mit unserer U-Bahn machen müssen. Ja, und ich hatte hier auf dem Zettel, hatte ich extra die Koordinaten vom Ziel aufgeschrieben. Und ihr werdet lachen. Der Zettel ist nicht mehr da. Weil meine Freundin war da, als ich nicht da war. Aber ich habe ihr extra gesagt, sie möchte lieber bei sich zu Hause bleiben, weil ich ja erkältet war. Das ist jetzt vorbei, aber wie gesagt, da möchte sie bitte dann Abstand halten. Weil das war immer so, dass wenn sie erkältet ist, hat sie mich angesteckt. Und wenn ich erkältet war, habe ich sie angesteckt. Und das wollten wir diesmal nicht machen. Und das Ergebnis ist, dass sie hier war, als ich bei der Apotheke war, einkaufen. Da war sie mal kurz hier und hat auch ein bisschen aufgeräumt, mein Schreibtisch. Obwohl ich das gar nicht mag, das mache ich lieber selber. Und hat natürlich auch einen Zettel weggeschmissen und da standen die Koordinaten drauf. Und jetzt habe ich keine Lust, im Müll zu wühlen, also im Papierkorb zu wühlen. Gucke ich gerade mal rein. Ach, das ist doch gar nicht im Papierkorb mehr drin. Hat sie den auch schon ausgewehrt? Naja, da müssen wir nochmal gucken, wo die Koordinaten geblieben sind. Das mache ich am besten gleich und schreibe das nochmal auf. Ehe ich da falsch grabe. Aber erstmal mal hier Licht hier an, sonst finden wir hier nicht mehr wieder zurück. Nein, das nicht. Dahin. So. Gehen wir nochmal nach oben und schreiben dann nochmal die Koordinaten auf, sonst werde ich mich heillos verirren. Heißt das so? Heillos verirren? Werde ich mich auf alle Fälle verirren und den Weg falsch bauen. Wir sind ja schon einmal in die falsche Richtung gegangen. Ich weiß auf alle Fälle, das eine war Minus und das andere war Plus. Super toll, das erste war Minus. Das kann ich mich noch erinnern. Lalalala. Versuchen wir es
muss schnell laufen. War das jetzt... War das jetzt Turbo? Nee. Hallo? Hat mir irgendjemand die Tastenkombination umgeschaltet? Ja, das hatte ich auch schon mal bei Minecraft. Da waren auf einmal alle Tasten, die ich speziell belegt hatte, die waren dann auf einmal alle weg. Ach ja, hier fehlt noch etwas ganz Wichtiges, und zwar Sonnenbrillen. Wenn man einige Schäder einschaltet, dann haben die so richtig so die Sonnenstrahlen, die einem ins Gesicht die Augen blenden. So. Noch ein hier, wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier vorne irgendwo markiert. Wo ist die Markierung? Hallo. Ach ja, das war hier der Birkenholzstamm. Der ist genau. Klick da wieder drauf. Dann haben wir es genau minus 408. Ach, plus 374. Aber ich werde den auch noch mal normal. Station Dorf. So, haben wir es zweimal markiert, einmal auf einem neuen Zettel. Diesmal ist es aber einer mit Klebemarkierung. So, schnell zurück. Da wird natürlich wieder dunkel. Das haben wir eingepackt, okay. Irgendwie mal in einem der Bunkerlos übernachten. Ich wollte übernachten, ich wollte nicht erschossen werden. Gehen wir mal hier rein. Das ist gerade groß genug, um ein Bett aufzunehmen. Vielleicht mal ganz in die Ecke. Mit der Turbo-Taste geklappt, beziehungsweise zweimal nach vorne gedrückt, dann ist das schnell laufen. Aber ich muss noch mal schauen, ich hatte noch mal eine andere Taste noch mal belegt, wo man das auch mitmachen kann. Wenn man da einmal drauf drückt, dass dann das Schnelllaufen eingeschaltet ist. Ach ja, komme ich aber außer Puste hier. Ja, da. Ja, schon können wir nicht mehr. Dann können wir noch mal kurz Gas geben und das war jetzt zu viel. Ich brauche mal ein bisschen. Ich muss verschnaufen. Hier muss ja auch keine Bank. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und ein kleines Päuschen machen. Und schon geht's wieder mit Arbeiten los. Mann. Wer hätte das gedacht? Bauen wir auch so quer? Ich glaube nicht. So, dann habe ich das mit dem Klebezettel festgemacht und habe extra draufgeschrieben auf den Zettel: Bitte nicht entfernen. Ich könnte jetzt noch einen Monitor draufkleben. Nein, mache ich nicht. Vor dem Monitor. Klebezettel. Derjenige, der das erfunden hat, der hat sich bestimmt auch eine goldene Nase damit verdient. Wie heißt die
Accepted oder wie heißen die? Weiß ich nicht, ich habe hier No Name hier, also nicht von Tesa oder von Webo auch immer, dass es diese Dinger gibt. Das ist plus 402. Dann brauchen wir auch eine plus 374. Aber das lassen wir mal hier. Blip, 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 blip. Genau. In diese Richtung müssen wir dann. Und deshalb setze ich hier als Markierung. Auf Platz hier. Ich setze eine Markierung, einen Stein, dass wir hier wissen, dass wir hier abgehen müssen. Da haben wir auch eine Fackel drauf. Juhu. Ja, genau, hier müssen wir abbiegen. Sonst sind wir irgendwo im Meer oder unter dem Meer. Aber ich wollte ja die richtige Höhe, wollte ich auch gleich haben. 3. Damit man sich auch nicht den Kopf stößt, falls man mal. Man kann ja die wissen, falls man mal stehend in so einer Lore fährt. Weil ich habe schon alles erlebt hier. Von einem Baum wurde ich schon mal fast geköpft, als ich mit der Bahn gefahren bin. Ja. Und ihr beiden, ihr müsst ihr mal wieder euch mal woanders hinstellen. Genau. Nicht folgen. Und auch nicht folgen. Das ist eine ganz schöne Strecke, 408. Ich glaube, das dauert noch ein ganz schönes Stück, bis wir da sind. Also es werden noch einige Folgen. Und außerdem wird es ja zweigleisig. Und alles, was zwischen den zwei Gleisen ist, wird noch alles weg radiert, als man da wegradiert. Also abgebaut, damit man auch noch ein paar schöne Sachen da reinsetzen kann. Das klingt hier gefährlich. Das klingt gefährlich nach. Wo ist das nächste Klo? Hier ist irgendwo unter Wasser. Nicht unter Wasser, hier ist unter Tage fließendes Wasser. Ja, und wie gut, dass meine Freundin nicht Let's Play. Denn das wäre hier ein deutliches Verbrechen gewesen, weil sie hat das wirklich so, dass sie dann. Das plätschert nicht, das ist was anderes. Okay. Untersuchen. Aha. Aua. Wassereimer. Manu. Wo habe ich das nicht geplant? Ich muss noch höher, ich muss höher. Ich
Feuerwehrmann hier. Packe, die sich jetzt spiegelt. Ich dachte schon, was ist das für ein merkwürdiger Blendlichteffekte? Nee, die sind hier ein bisschen verkehrt gegangen. So. Da ist das Feuer. Okay. Rechte Lack läuft wieder normal weiterbauen können. Ja, bis auf das Wasser, das ist gut, Wasser einfach. Mal ist auch mal so dicht. Lassen, dass wir da trockenen Fußes weiterbauen können. Also hier nochmal. So, machen wir mal hier lang. Müssen wir das trocken legen. Mal schauen. Wasser, mit Wasser können wir auch schon ein Loch stopfen. Das tut die Lust. Ich will meine Fackel wieder haben. Ich müsste das alles gehoben haben. Ich bin kein Ingenieur. Aber müsste eigentlich geklappt haben. Probieren wir es mal. Nein, dann kommt es nochmal. Immer noch Wassereinbruch. So, jetzt können wir hier oben. Nee, ich mit das Kaffee. Okay. Sage ich mal an dieser Stelle eine Fackel setzen. Sage ich an dieser Stelle tschüss und bon anü, bis zum nächsten Mal. Dann geht es wahrscheinlich weiter. Noch mal eine Folge mit Wassereinbruch, Lavaeinbruch, was wohl alles hier passieren kann bei einer U-Bahn-Strecke. Tschüss!